Wir sind tatsächlich bei einer Kreativsession da drauf gekommen und hatten den Wunsch, anders als vielleicht bei den Summits in den letzten Jahren, viel Freiraum auch zu geben, sich begegnen zu können. Also mit ein bisschen Input an Workshops und natürlich so Fellow Classics wie Barcamp Sessions. Und gleichzeitig aber auch zu sagen, wir wollen größere Räume bieten, sich zu begegnen, auch gerne einfach mal einen Kaffee zu trinken, ins Gespräch zu kommen. Out of Space bietet die Möglichkeit, halt wirklich weit zu denken. Da bleibt viel Platz, um fantasievoll zu sein, um in die Zukunft zu schauen. Und wir fanden das ein passendes Thema, um zum einen in die Zukunft zu blicken, aber auch zu schauen, was passiert denn im Hier und Jetzt. Das Besondere an diesem Summit ist, dass er zum einen eben in Sachsen stattfindet. Wir hatten noch nie einen Summit in Sachsen. Und es einfach toll ist, viele der sächsischen Alumni und Alumnae und Fellows zu sehen. Das freut mich einfach sehr. Und auch das regionale Team, was hier ist. Und ja, dass wir an einer freien Schule sind, dass sehr viel Raum gegeben wird, der einfach ganz, ganz wichtig ist nach all dieser Zeit, wo wir in Kacheln, in Bildschirmen waren. Ich glaube, jeder in der Alumnischaft hat so ein bisschen eine soziale Ader. Ich glaube, das ist so, was uns so auch besonders macht. Und wir haben nicht nur uns selber im Blick, sondern auch andere. Und deswegen wollen wir halt uns auch für die Anführungszeichen Schwächeren der Gesellschaft einsetzen. Und ich glaube, das vereint uns alle. Alle, die sich dort in dem Netzwerk jährlich treffen, eins gemeinsam haben, nämlich, dass sie 2 Jahre lang an einer Schule unterwegs waren. Und ich glaube, das schafft einen ganz besonderen Spirit. Man weiß halt sofort, dass die Leute was Ähnliches durchgemacht haben, wie man es selbst erlebt hat. Und das ist, glaube ich, das Besondere. Egal, ob man die anderen kennt aus anderen Jahrgängen oder aus demselben Jahrgang oder ob man sich gar nicht kennt. Ich glaube, dass die Alumni auch Teach First ein bisschen zeigen können, was gerade ihr Wunsch ist für entweder das bestehende Netzwerk oder was es vielleicht auch für Veränderungen braucht für die Fellows, die nachkommen, dass die auch ein ganz wunderbares Sprachrohr sein können, um zu zeigen, das ist schon cool, was ihr macht und es ginge noch besser oder es gibt noch mehr Möglichkeiten zu wachsen. Das sind Menschen, genauso auch wie Teammitglieder in dem gesamten Kontext von Teach First Deutschland, aber auch Teach for All, die das schon leben, die sich engagieren, die machen, die sehen, dass es eine Veränderung braucht und die dazu beitragen. Und es ist ein wachsendes Netzwerk. Das heißt, jährlich kommen Menschen dazu. Das ist sicher und das ist toll. Auf jeden Fall sehr viel gerechter. Und dass Kinder, die in die Schule kommen oder schon früher, dass wenn die aus sozial benachteiligten Schichten kommen, auch Möglichkeit haben, zum Beispiel zu studieren oder einfach einen Job nachzugehen, den sie wollen. Und einfach, dass jeder die Chance hat oder jede die Chance hat, das zu werden, was sie will. Ich möchte, dass wir in einer offenen Gesellschaft leben, wo alle Menschen ihren Platz haben und keine Diskriminierung stattfindet, sondern eine Toleranz für vielfältige Lebensmodelle. Und ja, dass Bildung ein gemeinsamer Nenner wird, die allen zugute kommt und die das ganze gesellschaftliche Potenzial ausschöpft. Ich wünsche mir, dass die Gesellschaft von morgen mehr Mut hat, in die Diskussion zu gehen. Und damit meine ich, dass wir nicht nur immer diese extremen Pole haben, zwischen denen wir oder auf deren Seiten wir stehen, sondern dass wir uns auch dazwischen bewegen und den Mut haben, zu diskutieren, ins Gespräch zu gehen und auch gerne aus einem Gespräch, aus einem hitzigen Gespräch, einer hitzigen Diskussion rauszugehen mit I agree to disagree.